eine andere Leistung auf den Platz zu bringen, ja, eine andere Herangehensweise. Dass man dann auch Spiele verlieren kann, das wissen wir alle. Aber so dürfen wir kein Spiel mehr verlieren. Und da hat es Gespräche gegeben, da haben wir intensiv auf dem Platz dran gearbeitet. Und jetzt müssen die Jungs das am Samstag um 13 Uhr in Rostock auf dem Platz umsetzen. Das ist das alles Entscheidende. Man kann viel reden, man kann viel sprechen, man kann viel vorbereiten. Entscheidend ist immer noch auf dem Platz. Ich glaube, das ist ein Spruch von Otto Rehagel, der auch heute noch Gültigkeit besitzt. Und das ist das, was wir machen müssen. Und die Jungs haben ihre Lehren daraus gezogen. Wir müssen es einfach annehmen. Und ich habe das ja manchmal noch mal ganz deutlich gesagt, dass wir im Abschießkampf sind. Ja, und dass zwar noch 11 Spiele zu spielen sind, aber wir uns nicht darauf verlassen können, in den letzten 3, 4 Spielen vielleicht erst zu erkennen, worum es hier eigentlich geht. Nein, jetzt muss die Mannschaft das erkennen. Jetzt gilt es einfach der Mannschaft, das auch zuzutrauen. Das machen wir. Und die Mannschaft muss es umsetzen. Die hat nach wie vor unser 100-prozentiges Vertrauen. 100%. Wenn ich das Gefühl nicht gehabt hätte, hätte ich diese Aufgabe nicht übernommen. Ja, also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Und die Mannschaft muss auf dem Platz das jetzt unterstreichen.